Hallo und herzlich willkommen zum War Wednesday. Das ist jetzt das vierte Spiel, was ich ausprobiere. Erstes Spiel, Piercing Blow, habe ich gespielt und da kam alle paar Minuten immer ein Fehler. Hat das Spiel natürlich geschlossen, da ich irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich jetzt Arma 2. Dann habe ich mit Arma 2 angefangen und ich weiß da überhaupt nicht, wie die Steuerung geht. Da fand ich die Lenkung auch ein bisschen doof, deswegen habe ich mir gedacht, so, das war es jetzt auch mit Arma 2. Da habe ich mir gedacht, ich spiele DayZ, also von Arma 2. Dann habe ich das gestartet, wollte mir einen Server suchen. Aber ich habe keinen Server gefunden. Und jetzt das vierte Spiel. Call of Duty Modern War 2. Ein schon etwas älteres Spiel, wie ihr sicherlich kennt. Habe ich mir gedacht, ich werde das mal spielen. Kampagne hatte ich schon einmal durchgespielt gehabt. Ich werde trotzdem einfach mal spielen, nee, neu starten. Und mal schauen, wie weit ich komme. Also ich habe es durchgespielt gehabt, ich habe nur nicht die ganzen extra Dings gefunden. Also die Laptops. Da muss ja so Laptops suchen, um so ein Bonus frei zu spielen. Und die habe ich nicht alle gefunden. Glaube ich, hatte 75%. Ja. Das ist jetzt halt der Anfang. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn raus. Weißt du, am Anfang war es wir vergessen unsere Freunde nicht. Jeep gleich erst fahren. Nee, erstmal bist du am Strand. Wirst du attackiert, dann musst du mit dem Jeep fahren. Und die Al-Qaida-Leute auf dem Dach abschießen, wenn du mit denen auf den Gang fährst. Das hat bei mir auch mehrere Anläufe damals probiert, bis ich das geschafft habe. Ich denke mal, ich werde das jetzt auch gleich beim ersten Mal nicht schaffen. Aber kein Thema. Hauptsache, ich habe erstmal ein Spiel, was ich aufnehmen kann. Ich brauche nicht überlegen, ob ich World of War Tanks oder so wieder spiele. Da ich mir gedacht, nee, muss mal was Neues wieder sein. Was ich halt noch nicht aufgenommen habe. 5 Jahre später. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen.
Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Mich. Ich bin der Beste. So, jetzt gleich erst nochmal. Ach, Training erstmal. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut, aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. Okay. Nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Noch keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Gesehen? Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Er ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Treffen Sie durch das Holz hindurch. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Haben Sie schon eine genommen? Ich hab schon. Private, werfen Sie eine Granate und schalten Sie die Ziele aus. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Die Grube. Dann rushen wir einmal durch die Grube durch. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Gut, jetzt wieder die Pistole. Ist das? Gesehen, wie schnell das ging. Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Oh, Waffen. Das, was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Das ist doch keiner, oder? Das wird doch einer. Ich dachte jetzt, ich hab benutzt. Mit dem Messer? Wo ist denn das Messer? Ach, auf B. Wie war es lange drin? Nein, das gibt's nicht. Okay. Jetzt rushen wir herüber. Richtig, du. Bam, bam.
Er lebt zu lange nach. Ach, hier steht er auch noch nach. Umschalttaste. Hat schon Schlechteres gesehen. Aber das geht besser. Lauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen. Okay. Jetzt probieren wir nur eine Runde. Einmal nachladen. Schlechteres gesehen, aber das geht besser. Schwierigkeitsstufe Soldat. Schaffe ich es noch besser? Nachladen. Okay. Und jetzt aber. Bam, bam. Schon Schlechteres gesehen. Aber okay. Lauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Ich sag mal, die beste Krise erstmal nicht hin. Für alle Spieler, die noch nie derartige Spiele gespielt haben. Naja, okay, ich habe schon mal derartige Spiele gespielt, aber nie so lange. Gut, bleiben wir bei. Soldat. Wir rücken jetzt schon ab. Ey, warum? Alle Mann in die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Welche Fahrzeuge? Wo ist mein Ziel? Hilfe, was mache ich? Ah! Ranger. US Army Rangers. Mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden.
Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Ach, genau das meinte ich. Ich bin allerdings schon jetzt hier schon ein bisschen länger am Spiel und eigentlich wollte ich jetzt auch schon Feierabend machen. Bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Ach, zu weit. Zu kurz. Ach, Mensch. So Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier Feierabend. Können das denn irgendwie abspeichern? Auf Escape bestimmt. Speichern und Ende. Genau. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim ersten Auftrag bei Call of Duty. Wie ist das? Modern Warfare 2. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.